Die E3 2013, die wichtigste Spielemesse des Jahres, steht vor der Tür und wir fassen zusammen, welche Spiele ganz sicher gezeigt werden und über welche Titel bislang nur gemunkelt wurde. Der Ego-Shooter Call of Duty Ghosts will mit seinem endzeitlichen Zukunftssetting, verbesserter Next-Gen-Grafik und einem neuen Gegner, um den bislang noch ein großes Geheimnis gemacht wird, bei den Spielern punkten. Ach ja, und mit einem Hund als neues Squad-Mitglied. Wuff. Auch Battlefield 4 hat sich viel vorgenommen, im Multiplayer kehrt der Commander-Posten zurück. In der Solo-Kampagne soll es diesmal echte Battlefield-Momente geben. Was auch immer sich die PR-Abteilung darunter so vorstellt, Teabagging mit der KI vielleicht. Auf jeden Fall kommt Battlefield 4 auch für die neuen Konsolen und soll dort genauso gut aussehen wie auf dem PC und hoffentlich auch die gleiche Spieleranzahl unterstützen. Der US-Präsident hat Superkräfte und wehrt eine Alien-Invasion ab. Ach ja, und wir spielen diesen Superpräsidenten. Klingt verrückt, klingt aber auch nach der Humorkragenweite eines Saints Row. Saints Row 4 bietet zwar kaum technische Verbesserungen, doch wer die Vorgänger kennt, weiß, dass diese verrückte GTA-Alternative ganz andere Qualitäten hat. Die Alpha von Arma 3 wird bereits fleißig gespielt, auf der E3 bekommen wir jetzt die Inhalte der Beta-Version von Bohemias Militärsimulation zu sehen. Kurz nach der Messe soll die Beta dann auch für die Early Access-Käufer über Steam spielbar sein. DayZ-Erfinder Dean Hall ist aus dem Himalaya-Gebirge zurück und zeigt auf der E3 die aktuelle Standalone-Version seines Zombie-Spiels. Er selbst hat zwar in den letzten Wochen wenig am Spiel gemacht, aber sein Team war in seiner Abwesenheit fleißig, hat beispielsweise das neue Inventarsystem eingebaut und an den Untoten gefeilt. Und wo wir eh gerade bei Bohemia sind, das Team hat auch ein neues Spiel aus seiner Take-On-Serie angekündigt. Und statt ziviler Hubschrauber könnten diesmal vielleicht Offroad-Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen, aber das ist wilde Spekulation. Da hat der ein oder andere PC-Spieler nicht schlecht gestaunt, als Blizzard sein Action-Rollenspiel Diablo 3 tatsächlich für die PlayStation angekündigt hat. Und nicht nur das, auf PS3 und PS4 gibt es einen lokalen Koop-Modus für bis zu 4 Spieler. Das verhasste Auktionshaus fliegt dagegen gleich mal raus. Gesteuert wird hier natürlich direkt mit dem Gamepad, aktives Ausweichen ist Pflicht. Hoffentlich bleibt's dabei, dass Dark Souls 2 nur für die aktuelle Konsolengeneration und den PC kommt, denn es wäre ja schade drum, wenn frustrierte Spieler ihre schönen neuen Controller mit aller Wucht in die Ecke schleudern würden. Und genau das wird passieren, denn auch wenn Dark Souls 2 besser spielbar und vielleicht sogar etwas zugänglicher ist als der Vorgänger, es wird sicherlich eines der schwersten Spiele 2014 werden, aber vielleicht auch eines der spannendsten. Eigentlich wollte EA ja ein neues Generals machen, doch von Command & Conquer Generals 2 ist inzwischen nur das Command & Conquer geblieben. Zumindest im Namen. Die Generäle gibt es nämlich im Spiel immer noch. Die schicke Frostbite-Engine auch, genau wie das Free-to-Play-Bezahlmodell. Die schlechte Nachricht zuerst, Rockstar ist nicht auf der E3 2013. Die gute Nachricht, wir werden überrascht, wenn nicht mindestens im Rahmen der Pressekonferenzen die eine oder andere Information zu GTA 5 auftauchen würde. Wie wäre es mit der Ankündigung der PC-Version oder einer Umsetzung für Next-Gen-Konsolen? Vielleicht sogar plattformexklusiv, das würden sich sowohl Sony als auch Microsoft sicher so einiges kosten lassen, rechnet man doch damit, dass GTA 5 im ersten Jahr bereits 18 Millionen Mal über den Ladentisch gehen wird. Um Dragon Age 3 Inquisition ist es erschreckend still geworden. Ob EA und BioWare die Rollenspielfortsetzung nun aber endlich auf der E3 zeigen werden, wollten die Macher immer noch nicht verraten. Es könnte also eine der ganz großen Überraschungen der Show werden oder eine Riesenenttäuschung. Ganz sicher sind wir uns dagegen bei The Elder Scrolls Online, denn Bethesda hat bereits bestätigt, dass das Online-Rollenspiel auf der Messe gezeigt wird. Verwaschene Bilder, mehr gab es von Titan noch nicht zu sehen. Auf der E3 soll sich das ändern. Dann wollen der Entwickler Respawn und der Publisher EA ihren wohl sehr Multiplayer-lastigen Sci-Fi-Ego-Shooter erstmals zeigen. Wir sind gespannt, was die Call of Duty-Erfinder zu bieten haben.
Kein Motorstorm, sondern das deutlich bodenständigere Drive Club ist das neue PS4-exklusive Rennspiel der Evolution Studios. Auf der E3 bekommen wir nun hoffentlich endlich mehr als den hübschen Trailer von der PS4-Vorstellung zu sehen. Im letzten Jahr war Watch Dogs die Überraschungssensation der E3. Ganz so große Wellen wird Ubisoft mit seinem Open-World-Überwachungsspiel diesmal wohl nicht schlagen. Wir sind trotzdem auf neue Spielszenen mit Hacker Aiden gespannt. Vielleicht gibt es auch endlich konkrete Infos zu den Multiplayer-Optionen. Killer is Dead ist zwar keine direkte Fortsetzung zu Killer 7, aber doch ein Nachfolger im Geiste. Das nächste Spiel von Suda51, den Machern von Titeln wie No More Heroes und Lollipop Chainsaw, verspricht trotz des etwas ausgelutschten Auftragskiller-Settings genauso ein abgefahrener Trip zu werden wie die früheren Titel des Ausnahmeentwicklers. Erst sollte es exklusiv für die Wii U kommen, inzwischen ist das Jump'n'Run Rayman Legends für fast alle aktuellen Konsolen angekündigt, bis runter zur PS Vita. Nur auf Vita und Wii U wird man allerdings auch Raymans froschähnlichen Sidekick über die Touchpads steuern können und so im Koop besondere Aufgaben erfüllen. Aber keine Sorge, den ganz normalen Koop-Modus gibt es auch auf allen anderen Systemen. World of Tanks ist für den Entwickler Wargaming.net ein weltweiter Mega-Erfolg. Das Flugzeug-MMO World of Warplanes läuft bereits in der Beta-Version und auf der E3 2013 wird es höchste Zeit für ein paar Spielszenen aus World of Warships, dem Schlachtschiff-MMO, das natürlich auch Free-to-Play spielbar sein wird. Es ist ein ziemlich außergewöhnliches Projekt, das die Entwickler Atlus und Intelligent Systems mit ihrem Rollenspiel Fire Emblem X Shin Megami Tensei angekündigt haben. Der Wii U-exklusive Crossover-Titel verbindet nämlich nicht nur beide Spielwelten, auch die Entwicklerteams arbeiten zusammen und gleichberechtigt an dem neuen Projekt.